Boah, mega, mega, mega nice. Ohne Witz, man kann da drauf fahren wie so ein Verrückter. Es fährt einfach wie von selbst. Richtig geiles Brett. Ich freue mich riesig auf die Tour. So, wir sind jetzt wie gestern angekündigt beim Longboard Shop Concrete Wave und die haben schon einige Leute vor der Tür auf uns gewartet. Die wussten, dass wir da sind. Hallo. Wir auch gewartet. Wir kommen sogar von weit her. Nee, du hast schon den ganzen Tag gewartet? Ja. Du kommst aber aus Köln? Aus Friesland. Aus Friesland? Ja. Aber du bist nicht wegen uns jetzt hier heute. Doch. Alter! Oh je, oh krass. Ihr kommt aus Berlin? Ja, richtig. Okay. Weißt und du, wo ich herkomme? Ja? Ich komme aus Lübeck. Du kommst ja, extra aus Lübeck? Ja, extra hier. Boah, wow. Cool. Wo kommt ihr her? Aus Osterode im Harz. Okay, ihr seid ja auch heute deswegen hier? Ja. Was seid ihr? Und ihr gehört alles zusammen? Nee, ich komme aus Halle, aus Sachsen-Anhalt. Okay, krass. Also keiner kommt hier irgendwie aus der Nähe. Alle Leute sind weit gereist. Ja, heftige Sache. Ich kenne keiner, ja. Also in Köln kennt uns scheinbar keiner. Das ist schon... Ja, wir werden jetzt gleich reingehen und dann gucken wir, was der Heiko von Concrete Wave für uns für Boards zur Verfügung stellt. Wir sind mal gespannt, bis gleich. Zack, mal bist du im Internet. Oh fuck. Schubidu. Wir haben uns alle natürlich einen Helm ausgesucht hier. Denn auf so einer langen Tour muss man auch sicher sein. Ne? Und da ist gerade der Heiko, hat gerade das erste Board zusammengestellt. Genau, so rum. Wenn schon, dann richtig rum, ey. Ja, super, geht ab. Gerade ausprobiert, testet mal. Sehr gut, testen wir jetzt einmal alle aus. Obwohl es so lang ist, kriegst du 180 Grad auf Bürgersteig. Super. Von Concrete Wave macht uns gerade das zweite Longboard fertig, was ich benutzen werde. Und der guckt gerade, wie hart die Achsen eingestellt werden und so weiter und so fort, ne? Ja, denkst du jetzt noch ein paar Gummis, die sind ein bisschen zu weich. Ich gehe mal ein paar etwas härtere Rohre in der Mitte noch perfekt zusammenfahren. Sehr, sehr cool. Wir haben auch den Praktikanten von Concrete Wave. Du bist jetzt seit 3 Tagen hier. Ja. Erzähl mal was. Du machst Schülerpraktikum. Ja, Schülerpraktikum. Ich meine ihn, du machst Schülerpraktikum? Was ist das, ein Schüler? Nein. Wer bist denn du? Nico. Hi. Hi. Ich mache hier Schülerpraktikum über 3 Wochen. Ich habe jetzt schon 3 Tage gemacht und werde jetzt noch 2,5 Wochen hier sein. Wer sich benimmt, ja. Oh, oh, oh. Oh. Das waren schon die ersten Anzeichen. Oh, Schülerpraktikum, Zeugnis. Nein, Spaß. Falls aus. Macht dir bisher Spaß? Ja, klar. Richtig cool. Ich hatte immer... Besser laden. Also ich, hatte, also ich hatte damals richtig viele Kack. Ich hatte richtig viel Kackpraktika in der Schule und wenn ich einmal überlege, ich wäre in so einem Skateshop mal zum Praktikum gewesen als Kind, das wäre echt geil gewesen so. Mein erstes Praktikum war in einem Kindergarten und das war so scheiße. Es war ohne Witz. Schöne Grüße an euch. Das war richtig scheiße. Randemancy, das ist ein perfektes Board, um lange Strecken zu fahren. Super flach, dadurch, dass die Achse von oben montiert ist. Du hast hier einen Drop, das heißt, du bist ultra flach auf dem Boden. Aber wir haben riesige Rollen drauf, 83 mm. Vernünftige SKF-Downlager sind hier drin. Jo, geht ab. Probier mal. Ja, ich probier's mal aus. Vielen Dank. Ich habe dir etwas härtere Bushings reingemacht, wie du es haben wolltest. Klar. Dass es nicht so ultra wendig ist. Ja. Ich fahre mal eine kleine Tour um den Block. Okay, Leute, es ist schon langsam dunkel draußen. Hallo, hallo, das zweite Board ist jetzt auch fertig. Ich probier's mal aus. Sehr, sehr geil schon mal. So, es ist zwar schon dunkel, ich hoffe, man sieht noch ein bisschen was. Ich bin gerade das erste Mal auf dem Board. Oder kommt ein Auto? Ich bin gerade das erste Mal auf dem Board und es fährt schon, also es fühlt sich direkt perfekt an, so richtig, richtig geil. Boah, mega, mega, mega nice. Ohne Witz, man kann da drauf fahren wie so ein Verrückter. Es fährt einfach wie von selbst. Richtig geiles Brett, ich freue mich riesig auf die Tour. Boah, mega geil. Boah, geil, Leute, ey, einfach nur Hammer. Oh Leute, dieses Board passt so perfekt. Genau richtige Härte. Es fährt einfach, boah, richtig geil. Einfach nur geiles Board. Beste.
Dankeschön. Mega nice. Oh. Perfekt. Perfekt, das ist genau richtig. So, ich bin gerade eine Runde um den Block gefahren. Perfekt eingestellt. Ich bin eben noch mit dem Board von Lena gefahren. Es war ein bisschen zu weich. Das ist echt optimal. Sehr, sehr geil. Bitte? Der wiegt ja auch ein paar Kilo weniger. Der braucht eine Weiche. Der braucht eine Weiche. Was wiegt weniger? Lena wiegt ein paar Kilo weniger als das Board. Ja, nee. Wolltest du mir gerade ein Kompliment machen? So, wir sind jetzt immer noch am Concrete Wave Store. Es ist schon relativ dunkel geworden. Und die lieben Menschen, die hier noch stehen, wollten noch einen Videogruß machen. Also ich grüße den Franz, das ist mein bester Kumpel und der guckt das Video ganz sicher auch. Sehr, sehr cool. Ich grüße die Michelle und Nubia, das sind meine besten Freundinnen und die gucken das auch. Sehr cool. Doch. Ich grüße Vivi. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Wir grüßen niemanden. Doch, wir grüßen ihre kleine Schwester. Ja, genau. Stimmt völlig auch. Grete. Greta. Schön schreien. Sehr cool. Deine Schwester. Okay, dann grüße ich noch meine Schwester, die guckt das Video wahrscheinlich auch. Sehr cool. Wir haben jetzt noch Helme. Da ist der Dena. Ich weiß nicht welchen. Also ich habe ja sowieso ein Problem mit Helmen, weil... Ja, ich habe gar kein Problem mit Helmen. Helme sind mein Lieblingsmode-Accessoire. Mein Tipp für diese Saison, Leute. Nee, ich habe ein Problem mit Helmen, weil ich so einen großen Kopf habe und dann noch Dreadlocks. Aber der hier ist schon, der passt schon ganz gut. Unsere Boards sind noch fertiggestellt. Ist noch ein bisschen ungewohnt mit Helmen, aber... das sind unsere vier Boards. Das ist Chanks Board mit den roten Achsen. Dena hat schwarze Achsen und obendrauf auch schwarz. Das sind meine schwarze Achsen und obendrauf silber. Und das sind die Achsen von Ju, nämlich mattgraue Achsen. Grau ist die Farbe der Liebe. Ja. Der Asche-Liebe, ja. Wir haben alle die gleichen Rollen und eigentlich auch alle, ja, wir haben alles außer die Achsen gleich, damit wir halt ein bisschen was haben, was das unterscheidet. So, wie ist es mit den Helmen? Das eigentlich müssen wir ja auch passend zu den Achsen Helme tragen, oder? Ich habe einen schwarzen Helm, passt zu meinen Achsen. Ja. Ich habe leider keinen. Ich habe einen. So, wir sind jetzt fertig. Es ist echt spät geworden. Da hat der Heiko noch mal bis in die Nacht gearbeitet. Wie lange bist du hier? 14 Stunden? Hast 14 Stunden heute, ja. Hab morgen um 8 Uhr angefangen. Jetzt haben wir, glaube ich, 10, aber passt. Extra für uns nochmal lange Tage. Vielen, vielen Dank. Den hat seinen Traumhelm. Den hat bis Glück mit dem Helm hier, ne? Mhm. Den hat es mich ein bisschen gegen den Helm ausgesprochen, aber wir haben es geschafft. Ja, also. Mega, mega cool. Ja, Concrete Wave hat auch einen Online-Shop. Der ist auch in der Beschreibung verlinkt. Falls ihr jetzt nicht aus der Nähe von Köln kommt, könnt ihr natürlich auch online... Bevor ich jetzt zum ersten Mal war, mein erstes Board bestellt. Ich hab auch ein Board bestellt. Ja, ist ja geil, das wusste ich gar nicht. Ich hab auch das Loaded Poke da bestellt, ne? Ja, das wusste ich gar nicht. Ich hab das Loaded Poke nämlich hier im Online-Shop bestellt. Und dann war es halt fertig hier. Und dann hab ich es halt hier im Shop übergeben bekommen, so. War sehr, sehr cool. Also, soll ich mir direkt noch eins bekommen? Also falls ihr noch kein Longboard habt oder noch ein zweites Longboard oder so braucht, Shop ist in der Beschreibung verlinkt. Liefert nach ganz Deutschland. Europaweit. Ja, also Österreich, Schweiz. Könnt auch noch dabei sein. Jo, gut Leute, wir machen es auf. Denn in weniger als 5 Tagen geht es schon los. Auf die große Reise. Ja. Habt ihr eigentlich einen Helm? Schreibt es mal in die Kommentare, weil ich sag mal so. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, Helm auf jeden Fall zu nehmen. Für die Tour ist das auf jeden Fall wichtig, bevor was passiert. Fahrt ihr meistens ohne Helm? Habt ihr einen Helm? Es gibt da solche und solche Meinungen. Schreibt es mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und ciao!